Hallo, wir möchten euch heute auf eine Tour mitnehmen und ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen, es ist eine neue Lego-Stadt. Ja, wir präsentieren euch heute einen kleinen Film über eine kleine, aber feine Lego-Stadt, die wir in der letzten Klein. Zeit angefangen haben aufzubauen. Genau. Und wir wollten euch einfach mal zeigen, wie weit wir dabei gekommen sind und euch mitnehmen auf eine Tour in die noch unbenannte Lego City. Wir werden sehen, was die dann für einen Namen bekommt. Kommt, glaube ich, auch auf diesen großen Platz dann hier. Das ist dieser große Stadtplatz. Ich finde den eigentlich echt, echt cool. Sollte man gleich beim Reingehen sehen. Und wie ihr seht, da hinten haben wir auch schon ein paar Sets hingestellt, aber natürlich bei weitem noch nicht fertig, das ganze Projekt. Diese ganze Geschichte befindet sich auf unserem neu umgebauten Dachboden. Ihr habt auch jetzt gerade schon gesehen, dass noch gar keine gute Deckenbeleuchtung installiert ist. Ich finde die Beleuchtung aber trotzdem auch jetzt schon für das Video ganz akzeptabel. Und auch die Platten hier sind noch nicht final, wie sie dann Stimmt. im letzten Aufbauschritt sein werden. Wir haben jetzt mal ein bisschen herumprobiert. Hier auf dieser Seite seht ihr, wo später mal die Hafenanlage hinkommen wird und auch der Und der Strand, Strand, genau. der ganz besonders wichtig ist. Wir haben jetzt nur mal die Sets, die schon fertig aufgebaut sind, so hingestellt, wie wir uns das vorstellen, wie es später mal aussehen könnte. Aber das Ganze wird sich natürlich noch da und dort ein wenig ändern. Wenn ihr mal hier Da steht auch mit noch uns, einiges herum. ja, wenn ihr mal hier einen Blick mit uns in diese Kisten reinwerft, da seht ihr, dass da noch allerhand Material drinnen ist, was wir so gut es geht zu verwerten probieren. Aber das wird sich dann erst herauskristallisieren, wenn wir weitergekommen sind mit unserem Auf jeden Fall. Aufbauplan. Ich glaube, das wird auch noch eine Zeit dauern, aber da wollten wir euch eben auf YouTube ein bisschen mitnehmen, dass ihr da beim Aufbau dabei sein könnt, wenn ihr möchtet, wenn es euch interessiert. Und ich denke mir, das ist dann doch sehr spannend. Also, dass man nicht dann nur das fertige Produkt sieht, sondern eben auch sieht, wie viel Arbeit ist es wirklich, so eine Stadt aufzustellen. Für das jetzt, also, dass wir so weit gekommen sind, wie wir jetzt sind, wie lange? Wir sind jetzt hier ungefähr am dritten Aufbautag am Nachmittag. Also schon fast 4 Tage haben wir hier gewerkt. Mehrere Personen, meistens zu viert oder sogar zu fünft. Stimmt. Wobei sich jeder meistens ein Themengebiet herausgesucht hat. Meine Aufgabe war es zum Beispiel hier all diese wunderschönen Modular Buildings mal in eine Anordnung zu bringen, wie man sie eventuell stehen lassen könnte. Also ihr seht hier jetzt übrigens alle bisher erschienenen Modular Buildings, außer die neue Buchhandlung, die habe ich noch nicht gekauft, aber ich habe schon einen Platz für sie reserviert. Und wie gesagt, dieses Grau auf dem Stadtplatz ist momentan nur als Ja, Platzhalter. der kleine Brunnen, der wird auch noch irgendwie besser, Wir müssen jetzt mal sehen, größer. was noch alles an Sets da ist in den Kisten. Und wir haben auch noch einige Steine nachbestellt, dass wir das Ganze noch ein bisschen aufhübschen können. Jede Menge Bodenplatten, Autos, Figuren und so weiter. Übrigens für die, die vielleicht nicht ganz so, ja, sich mit Lego so viel beschäftigen, weil unsere Großmütter gleich sehr entsetzt waren und gleich nachgefragt haben, habt ihr das jetzt alles aufgebaut? Natürlich nicht, sondern wir hatten die Sets natürlich schon vorher aufgebaut, jahrelang. Sonst hätten wir natürlich länger gebraucht als die 3, 4 Tage, die Die du jetzt Sets erwähnt hast. waren alle aufgebaut in Kisten Genau. drinnen und uns fehlte einfach der Platz, sie irgendwo adäquat auszustellen. Und das haben wir jetzt beiseite geräumt, dieses Problem, und haben jetzt diesen schönen Dachboden hier. Ich schätze, die Grundfläche der Platten ist im jetzigen Zustand ungefähr fast 60 Quadratmeter. Also da haben wir schon einiges an Platz. Kommt auch noch eine Eisenbahnanlage hinein. Da und dort sind die Schienen ja schon verlegt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ja, und die Straßen auch. Unser Straßen Quickie natürlich Mart haben wir sind gerade noch zu wenig. gesehen. Also wir haben jetzt die Downtown gesehen. Jetzt gehen wir ein bisschen nach hinten, wo so mehr die Wohngegend ist mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und hier einer Baustelle. Kennt ihr vielleicht diesen großen, super coolen Kran? Und wenn es dann weiter nach hinten geht, kommen wir ein bisschen mehr in eine ländlichere Region. Das hier ist leider noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Aber wie ihr seht schon, hier dieser Bauernhof, den Lego auf den Markt gebracht hat. Echt cooles Stück. Oder diese Vestas Windkraftanlage. Stimmt, die Und auch ist noch riesig. viel unverbaute Fläche.
wo wir noch das ein oder andere tolle Set unterbringen können. Auf jeden Fall. Was auch noch zum Dazusagen ist, ich glaube, wir haben nur zwei Häuser, die nicht original von Lego produziert wurden. Also die wir selbst gebaut haben. Alles andere, glaube ich, ist wirklich alles Lego-Sets. Wir haben ganz genau, wir sind gerade dabei, ein paar sogenannte Mocks zu erstellen. Mhm. Und bis jetzt seht ihr eigentlich fast nur originale Lego-Sets. Ein, zwei Geschichten aus der Lego Ideas-Reihe, die nicht auf den Markt gekommen sind, sind mitunter dabei. Aber sonst ist alles original, wobei sich das auch ändern wird. Also wir haben mehrere Projekte in der Pipeline, mehrere Geschichten, die wir euch nach und nach jetzt dann zeigen werden, die natürlich auch Einzug in die Lego-Stadt finden werden. Aber als erstes kommen mal die offiziellen Lego-Sets hinein und dann schauen wir, wie sich das entwickeln wird. Hier hinten ist jetzt der Train Yard, also die ganze Eisenbahn-, Fracht- und Cargo-Anlage. Ist nicht ganz leicht in die Stadt zu integrieren, da die Straßenplatten und Schienen ja vom Maßstab her nicht unbedingt zusammenpassen, was die Kurvenradien anbelangt. Okay. Ich habe aber dennoch versucht, hier ein wenig Platz für die Eisenbahnen zu schaffen, denn wie ihr wisst oder wie du weißt, ich liebe Eisenbahnen. Extrem. Und da muss dann schon noch ein bisschen mehr Platz geschaffen werden, als das hier der Fall ist, fürchte ich. Denn es sind, wie ihr gerade gesehen habt, noch einige in den Kisten drinnen. Mhm. Hier auch diese Lokschuppen. Ich glaube, ich wollte sie zuerst zusammenschieben. Auf der anderen Seite finde ich es total cool, wenn hier so wie jetzt das Gleis dazwischen steht. Mhm. Und man kann da wirklich so hineinschauen. Finde ich auch cool. Und wie ihr seht, in dem einen, glaube ich, werde das dann noch kurz zeigen, da steht auch diese rote Lokomotive, hier sieht man es nochmal gut, diese rote Lokomotive drin, an der gerade gearbeitet wird. Auch nicht schlecht. Okay. Und da wird sich also noch einiges tun, hier mit den Kränen und unser Ziel ist wirklich, dass verschiedene unterschiedliche Situationen und Landschaftsbilder in die Stadt integriert werden und sich wirklich, egal wo man hinsieht, etwas tut. Da bist du auf vor allen Fall. Dingen zuständig dafür. Naja, wir haben ja auch jetzt sehr viele Minifiguren schon bestellt. Auf die bin ich schon sehr gespannt, wenn die dann kommen, dass wir wirklich das alles auch richtig bevölkern können. Ich meine, ich habe hier schon ein bisschen begonnen, hier bei diesem Winter Village, auch den Zug aufgestellt. Wobei wir da noch streiten, welcher dieser Weihnachtszüge jetzt schlussendlich der ist, der durch die Stadt fahren wird, ob der neue oder der alte. Mir gefällt auch der Smaragd-Express ganz gut, wenn er durch die Winterstadt fährt. Mal sehen. Mal sehen. Auf jeden Fall steht hier schon mal ein bisschen was. Ich meine, ob das dann wirklich auch so bleibt, wie es jetzt gerade steht, ist fraglich. Wir haben auch noch viel zu wenig Bodenplatten. Stimmt, stimmt. Die sind auch schon nachbestellt. Ja. Sind aber noch auf dem Postweg übrigens, wie so viele andere Dinge im Moment. Aber es ist schon mal ein netter kleiner Eindruck und ich denke mir, das motiviert auch ein bisschen zum Weiterbauen. Wenn man hier schon ein paar so kleine Szenen aufgebaut hat. Hier sind wir bei dem Teil, den ich ja favorisiere. Also die ganzen offenen Kisten mit den Ersatzteilen. Ja, genau. Nein, ich meine den Campingplatz und den Vergnügungspark, der übrigens immens groß ist bei uns. Liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach Vergnügungsparks-Fans sind. Und ihr wisst schon, Disneyland und Co. Oh ja. Und da haben wir eben die verschiedensten Achterbahnen und Geisterhäuser, sonstiges Riesenrad, Disney-Zug, wo ich ja ein Riesenfan bin. Das Joker Mansion, auch super cool. Und das Hogwarts Castle. Ohne das Hogwarts Castle. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass der Vergnügungspark ungefähr vom Platz her so viel einnehmen wird wie das Winter Village. Er ist aber jetzt fast die Hälfte der gesamten Stadtfläche. Yep. Wir müssen da noch schauen, wie wir das Ganze unterbringen, aber ihr seht hier zum Beispiel beim Hogwarts Castle, dass hier auch schon diverse kleine Arbeiten vorgenommen worden sind bei der Dekoration, was ich sehr gut finde. Ja. Denn einfach ein Set neben das andere stellen, das machen wir jetzt im Moment, aber das soll natürlich in Zukunft schon ein bisschen schöner aussehen. Auf jeden Fall. Hier übrigens unsere zwei Häuser, die wir selbst gebaut haben bisher. Das gelbe und das weiße mit dem rot-schwarzen Dach. Sind unsere beiden Elternhäuser, genau. Wenn man das so sagen darf. Genau. Dachten wir, es ist eigentlich eine ganz nette Idee, so quasi auch die Familie da ein bisschen
mit einzubeziehen und in dieser Superstadt dann wohnen zu lassen. War auch sehr lustig, wirklich diese Figuren dann zu gestalten, je nachdem, nach der Schwester, nach dem Bruder und so weiter und so fort. Das ist schon echt lustige Sache. Können wir euch ja auch, wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen mehr im Detail zeigen. Die Häuser sind natürlich auch voll eingerichtet. Ja. Und wie gesagt, die Familienmitglieder machen alle das, was sie den Großteil des Tages auch im echten machen. Leben machen würden. Genau. Hier sind also noch ein paar kleinere Häuser, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants. Wie ihr seht, wir haben aus verschiedenen Themenbereichen Sets ausgewählt. Es ist auch sogar das ein oder andere Friends-Set mit dabei. Mhm. Und hier geht es dann wieder in die Downtown-Area mit den verbliebenen Modular Buildings, welche eigentlich meine Lieblingsserie ist. Hier sind noch ein paar Bahnstationen für die Monorail, die natürlich auch über kurz oder lang mal quer durch die ganze Stadt fahren soll. Und ja, damit sind wir wieder zurück am Strand, Stadtplatz und den noch nicht existenten Strand, wo hier noch einiges passieren wird. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was unsere Entwicklungen hier in der Stadt so anbelangt. Jedes Mal, wenn es was Sehenswertes gibt, werden wir euch hier ein bisschen updaten. Ja, und wir hoffen, euch hat dieser kleine Eindruck hier gefallen. Ihr seht, es gibt noch jede Menge zu tun. Und falls ihr vielleicht Ideen habt, irgendwas gesehen habt, was euch besonders interessiert oder Verbesserungsmöglichkeiten, je nachdem, wir freuen uns über jeden Kommentar. Da freuen wir uns ganz bestimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr wollt, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns demnächst bei einem neuen Update. Tschüss!